Natascha Kelly, herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Missio Family, Ihrer zweiten Familie sozusagen. Richtig. Und wir haben Sie eingeladen, weil Sie Schirmherrin unserer Aktion My Mission sind. My Mission heißt 100 Missio-Werke weltweit. Rufen die Menschen auf, zu posten über Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube, was ihre Mission ist. Und dazu hat uns auch der Papst aufgerufen, uns mitzuteilen, was ihre Mission ist. Und ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich vermute, Ihre Mission ist die Musik. Habe ich da richtig recherchiert? Ja, also in der Tat bin ich in eine musikalische Familie geboren worden. Und eigentlich, als ich jung war, wollte ich Schwester werden, also Ordensschwester. Aber Gott hat mich diesen Beruf gegeben und damit in der Welt gesandt. Deswegen würde ich sagen, meine Mission ist, Gott durch die Musik in der Welt zu bringen. Spüren Sie die Energie, wenn Sie ein Konzert geben, wenn Sie singen? Spüren Sie diese Energie, die Ihnen Gott gibt? Ich kann das sogar körperlich spüren, also so ein bisschen. Ja? Ich bin eigentlich ein sehr bodenständiger Mensch und bin nicht so der Illusionsmensch, aber ich kann tatsächlich wirklich, also ich bete vor jedem Konzert oder jeden Auftritt. Das ist mir ganz wichtig und mein Gebet ist eigentlich immer, dass nicht ich singe, sondern er durch mich und dass er durch mich die Menschen berührt. Das ist eigentlich immer mein Gebet und dass ich weniger werde, damit er größer in mir werden kann. Und es ist tatsächlich so, es gibt Momente, nicht das ganze Konzert, aber es gibt Momente des Auftritts, wo ich dann, ja, man nennt das vielleicht ein Flow, ja, aber man spürt wirklich, man ist ein Teil von etwas Großes. Und manchmal kriege ich auch Gänsehaut, weil es muss vieles zusammenkommen, dass die Stimme gut klingt, dass man das Gefühl dabei ist, dass die Menschen, du merkst wirklich, Menschen vielleicht weinen oder sind zutiefst berührt und dann weißt du, okay, ja, Gott ist da. Damit ich mich an Pfarrer Dirk Bingener, unseren neuen Missio-Präsident, wenden kann. Patricia Kelly sagt, sie spürt Gott in sich als Energie, als etwas, was ausstrahlt und sie gibt dieser Energie durch ihre Stimme die Ausstrahlung. Stichwort Ausstrahlung. Wir haben uns in den letzten Tagen, Wochen oft über das Thema, was ist ein missionarischer Mensch, unterhalten und Sie haben da für mich ganz gute Sachen gesagt, vor allem das Thema Ausstrahlung. Können Sie uns das erklären, was Mission mit Ausstrahlung zu tun hat? Ja, erstmal bin ich wirklich froh, dass einer der ersten offiziellen Termine mich hierher geführt hat oder Sie hierher geführt hat. Und ich finde es wunderbar, dass das, was ich zum Thema Mission gesagt habe, dass das nämlich was mit Attraktivität zu tun hat, mit Ausstrahlung, so, dass das in Ihnen und Ihrer Person jetzt hier auch so deutlich wird. Nämlich, dass man eine Ausstrahlung hat, weil man sich von Gott gewollt und geliebt fühlt. Und Sie haben jetzt die Gabe, das in der Musik auszudrücken, die ist mir, ich kann auch singen, aber nicht ganz so gegeben. So, deswegen ist für mich natürlich die Frage, ja, was ist denn eigentlich deine Mission? Für mich bedeutet das, dass ich schon versuche, dass, wenn ich Menschen begegne, dass wir gemeinsam aus der Situation etwas froher, etwas getrösteter, etwas mutiger herausgehen. So. Und ich glaube, das macht einen missionarischen Mensch und auch eine missionarische Kirche aus, dass die Leute, die zu uns kommen oder zu denen wir gehen, nachher ein wenig mehr Orientierung für sich haben. Wenn man nicht ausstrahlt, wenn die Leute nachher traurig von einem weggehen oder noch verwirrter sind, dann machen sie in jedem Fall was falsch. So, ja, also man kann es ja auch mal umdrehen. Gregor, ich wechsle ins Du. Gregor, Mission, du hast ja eine Mission, eine Parents Mission. Das heißt, du bist Familienvater, du erziehst mit deiner Frau deine Kinder, du lebst mit deinen Kindern, deine Kinder sind dir absolut wichtig und wir fragen ja auch bei My Mission, was ist ihnen wichtig? Und es geht ja nicht allein darum zu sagen, mir ist die Kirche wichtig, mir ist Gott wichtig, sondern da zu fragen, was treibt mich in meinem Leben an, was ist mir wichtig? Warum ist dir Familie, warum sind dir Kinder so wichtig? So wie man den Glauben weitergibt, gibt man natürlich auch andere Werte weiter. Und das finde ich sehr schön, wenn ich mir überlege, warum habe ich Kinder? Ja, dann habe ich früher immer gesagt, das ist eigentlich mein größtes Hobby, was ich habe, weil man damit
wir haben 5 Kinder rund um die Uhr beschäftigt ist und viel zu tun hat und viel Freude hat. Und heute ist die Jüngste 17 und die anderen sind ein bisschen größer. Und ich stelle fest, dass sehr, sehr viel von dem, was wir damals an Zeit investiert haben, ist das falsche Wort, aber an Zeit auch in die Kinder reingesteckt haben, dass das heute zurückkommt. Und das ist ein Riesengeschenk und über dieses Geschenk freue ich mich jeden Tag und sage dem lieben Gott Danke dafür. Großartig. Wunderbar. Herr Tuscher, ich verfolge ja auch deinen Instagram-Kanal. Oh, gefährlich. Ich weiß, besonders die Gefechte mit deinem Mann sind immer sehr spannend. Aber auch wenn man die Kommentare liest, deine Follower, deine Followerinnen, ich habe manchmal das Gefühl, sie sehen in dir die große Schwester. Mhm. Eine große Schwester sein kann ja auch eine Mission sein. Wie empfindest du das, dass Menschen in dir eine große Schwester sehen? Was löst das in dir aus? Also ganz ehrlich, es ist mir unangenehm in erster Stelle, wenn sie so schreiben, du bist mein Idol oder Vorbild und so. Es ist schon so, dass es eine Verantwortung ist. Ich versuche nur mein Leben angesichts Gott so aufrichtig und so echt zu leben, wie ich kann. Und wenn das andere Menschen, vielleicht jüngere Jugendliche vielleicht inspiriert, dann freue ich mich, aber das ist nicht mein Ziel. Ich sehe mich nicht als Vorbild, dafür kenne ich mich jetzt mit den fast 50 Jahren viel zu gut. Wenn man 17 ist, man denkt, man ist der beste Mensch der Welt, ja. Aber irgendwann mal wird die Realität in einen klar, unsere Schwächen. Und ich denke, die übertreiben das manchmal. Aber mir ist bewusst, dass ich eine Verantwortung habe als Mensch der Öffentlichkeit. Also ich würde jetzt zum Beispiel konkret nie ein Bild posten, wo ich vielleicht wenig anhabe oder so. Weil es mir einfach, ich habe das Gefühl, dass heute wird alles irgendwie ohne nachzudenken gepostet. Und das finde ich schade, weil ich glaube, wir sind alle mehr wert. Und wir sind ganz besondere, jeder von uns ganz besonderer Mensch und wir haben eine Würde. Und du bist jemand, der ganz offensiv sagt, Leute, ja, Gott ist für mich wichtig, ich glaube an Gott. Ja. Und das ist wahrscheinlich im Business auch nicht immer so einfach. Wie gehst du denn damit um? Also ich glaube, ich bin die Einzige, die so, also ich habe das jetzt, also ich habe jetzt, in Amerika ist es, glaube ich, mehr verbreitet, aber hier in Europa, in Deutschland zumindest, ich kenne keinen Künstler, der jetzt im Pop-Rock-Bereich ist und ganz offensichtlich, sag mal, Jesus-Bilder postet, nicht jeden Tag, aber immer wieder, oder Gebetsbilder oder was auch immer. Heute ist die heilige Theresa Lisieux, meine Lieblingsheilige, und sie wird einen Post von mir bekommen. Es ist natürlich schon so, dass es nicht cool ist, ne? Ganz klar. Also ich mache mich damit keinen Gefallen und ich werde sicherlich aus dem Grund vielleicht aus gewissen Medien nicht eingeladen, aber das ist mir auch egal. Ich weiß, was für mich wichtig ist und andererseits, was ich festgestellt habe, ist, vielleicht die Leute vom Business, Showbusiness, finden das gar nicht cool, aber die haben es akzeptiert mittlerweile. Es ist erstaunlich, die haben wirklich akzeptiert, ja, Patricia ist gläubig und trotzdem ein bisschen eine coole Tante, ne, so. Und das ist irgendwie akzeptiert worden und das Interessante ist, die Menschen, die Followers, also wenn man die Kommentare liest, ich kann ja auch sehen, welche Posts ja gut ankommen. Und zum Beispiel Medienprofis würden einen sagen, Selfies kommt am besten an, so immer ein Porträt. Und ich mag das nicht, ein Selfie nach dem anderen. Das finde ich einfach irgendwie nicht gut. Und ich habe dann geschaut und tatsächlich, die Posts mit dem Glauben haben teilweise mittlerweile am meisten Zuschauer, am meisten, und das hat mich wirklich besonders erfreut. Da kann man sehen, dass die Menschen wirklich Hunger danach haben. Ja, sie wollen nicht nur das Oberflächliche und ach, sie suchen nach mehr. Pfarrer Dirk Bingener, Patricia Kelly hat uns erzählt, Würde des Menschen, dass das etwas damit zu tun hat, wenn man als Christ lebt, dass das ein wichtiger Wert ist für einen, dass man das aus seinen Kindern vermittelt. Nun ist es so bei uns in Deutschland, wenn jemand sagt, ich setze mich für Klimaschutz ein,
ich setze mich für Menschenrechte ein, ich setze mich für den Zusammenhalt der Gesellschaft ein, bekommen da oft so ein despektierliches, das ist ja nur ein Gutmensch. Es wird einem Naivität unterstellt. Wir wollen jetzt mit My Mission die Menschen stärken, die sagen, ich habe wirklich eine Mission, ich will wirklich was verändern. Welche Kraft hat der Glauben, welche Kraft hat ein missionarischer Mensch, um die Welt zu verändern? Wenn ich mich zum Beispiel für die Umwelt engagiere oder für Menschenrechte, ja, dann sind das ja für Christen keine Fragestellungen, die losgelöst dastehen, ja, sondern wir sagen von Gott her, ja, hat ein Mensch eine Würde. So, ja? Und deswegen setzen wir uns für die Menschenrechte ein. Oder Gott hat diese Schöpfung uns geschenkt und deswegen setzen wir uns für die Schöpfung ein. Also das heißt, also ich glaube, wir sind immer auch dafür zuständig, die Zusammenhänge ein Stück weit klar zu machen und Menschen in die Tiefe zu führen. Also warum ist das jetzt so? Also, ja? Und das finde ich nochmal so. Das heißt, man kann diese Fragestellung nicht gegeneinander ausspielen. Oft ist ja dann seid ihr wie eine NGO. Nein, sind wir nicht so. Ja? Sondern wir haben einen Grund und ein Fundament, warum wir uns für etwas einsetzen. So, wir haben da eine Dynamik. Und das Zweite ist, Papst Franziskus sagt ja, verkündet das Evangelium notfalls mit Worten. So, und natürlich muss man darüber sprechen. Das ist überhaupt keine Fragestellung. So, ja, man muss trotzdem sprechen. Ja, aber ein guter Ansatz ist natürlich, jetzt Sie zu erleben in Ihrem Engagement, uns zu erleben in unserem Engagement und dann kann man natürlich muss man auf die Frage antworten, warum macht ihr das? Warum seid ihr so? So muss man natürlich oder kann man dann über seinen Glauben sprechen? Also das ist so die Herangehensweise, die mir wichtig ist. So, also ein Zeugnis aus dem Leben heraus zunächst einmal zu geben. Das, glaube ich, ist eine gute Art und Weise, um Menschen mitzunehmen. So, also wir lassen es nicht zu, dass wir im Grunde genommen das, was wir glauben, oder dass wir den Glauben ausspielen lassen im Hinblick auf die Frage soziales Handeln oder Glauben, sondern es ist, also pastoral ist immer beides. Patricia Kelly, Sie haben eine Community, es sind gläubige Menschen dabei, es sind Menschen dabei, die haben mit Religion jetzt nicht so viel zu tun. Aber ich glaube, es ist wichtig, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, was ist das Innerste, was mich antreibt, was ist meine Mission. Wie laden Sie Ihrer Community ein, bei uns, bei der Aktion My Mission mitzumachen? Ich glaube, das Wichtigste ist, was ist in einem Herz? Ja? Was spielt eine große Rolle in den Einzelnen, in deren Herz? Was ist Priorität? Und für manche Menschen ist es der Glaube, für andere Menschen ist es die Familie. Nicht, dass das auseinandergekoppelt ist, aber vielleicht in dem Moment Pflege der Mama, für manche Menschen, die alleine sind, ist der Hund der beste Freund. Ich glaube, ich lade jeden ein, wirklich aus seinem Herzen zu sprechen. Was ist eigentlich deine Mission? Kannst du das ein bisschen erklären? Ich bin eigentlich nur hier heute, so wie ich bin, das heißt gesund und glücklich, wegen Gott. Er hat mich gerettet und das ist nicht so gesagt, sondern es war so. Lange, lange her ist es, aber vor 22 Jahren ging es mir nicht gut. Und da habe ich nicht gestrahlt. Da ging es mir nicht gut und da war ich im Dunkeln. Und ich habe nach dem Licht gesucht. Und Gott, er hat mich gefunden, muss man sagen. Er hat mich gefunden, weil ich so Dickkopf bin. Ich wäre wahrscheinlich auf meinem Platz geblieben. Und ich möchte diese Liebe, die er mir geschenkt hat, weitergeben. Und ich glaube, dass er sich das ausgesucht hat durch meine Musik. Pfarrer Bingener, was ist Ihre Mission? Ich mache es ganz konkret. Ich versuche derzeit, ich habe ja gesagt, dass die Frage, was ist meine Mission, ist, glaube ich, tatsächlich eine Aufgabe, die einem fürs Leben aufgegeben ist. Und derzeit versuche ich einfach, ein guter Präsident für Missio zu sein. Wow! Genau. Da müssen Sie natürlich helfen, ist ja klar. Ich möchte es nicht sagen, Mission Impossible. Mission Impossible. Mission Possible, yes. Mission Possible, genau. Und Gregor, was ist deine Mission? Wo ich 16 Jahre alt gewesen bin, habe ich mir überlegt, was ich so mit meinem Leben anfangen will. Und dann habe ich eine tolle Sache gemacht, und zwar mit einem Freund zusammen einen Pfadfinderstamm gegründet. Und den gibt es heute noch in Münster-Handorf. Und das Motto der Pfadfinder ist, die Welt ein bisschen besser hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat. Und das ist mein Motto. Dann haben wir doch drei tolle Botschaften.